Claudia, hast du vielleicht einen Auftrag für mich? Guten Abend. Heute Morgen hatte ich die beste Idee schlechthin. Du ziehst zu mir? Ich werde Saft über den Schnee gießen und ihn dann essen. Ist das so eine Art perverse Anspielung? Ich bin dabei. Ich kann es nicht fassen, dass noch niemand drauf gekommen ist. Das wird so mega cool. Hast du Saft? Ich glaube, ich habe noch nie so schnell die Monetarisierung verloren. Klar habe ich Saft. Pfirsichsaft. Hey, wolltest du etwas? Tralala. Ich will einen Job. Arbeit? Gerade hatte ich eine Idee. Nein, mir fällt leider nicht mehr ein, was das war. Okay, auch Claudia hat keinen Job für uns, aber ich behalte ihre Worte mal im Hinterkopf. So, ihr habt mir gesagt, das hier ist Unkraut und das soll ich zupfen. Tue ich hiermit. Ja, ich kümmere mich nicht nur um mein Zuhause, sondern auch um das von Claudia. Wir sind ja in einer besonderen Beziehung. Ja? Nun zu Prinz. Ich kann mir vorstellen, dass der wenig Bock hat, Dinge zu erledigen. Also könnten wir das vielleicht für ihn erledigen. Ey, hör mal. Ich hab so das Gefühl, dass es morgen schön sonnig wird. Ja, das ist meine Prognose. All der Schnee schmilzt, also könnte es matschig werden. Das wird Claudia gefallen, glaube ich. Schön viel zum Trinken. Also was willst du, Gurb? Sei mal ein bisschen freundlicher. Brauchst du was? Was? Du möchtest mir helfen? Das ist wahre Nachbarschaft. Da kann ich schlecht ablehnen. Ich glaube, Siggi hat meinen Fotoapparat. Könntest du mal hingehen und nachsehen? Ich würde ja selber gehen, aber ich hab zu tun. Alles sehr wichtig. Leider, Gurb. Ja, die Aktiengeschäfte, ich verstehe das. Also, wie sieht's aus? Kannst du mir helfen, Gurb? Klar, Mann. Ja, so sieht's aus. Auf geht's, Gurb. Dann auf zu Siggi. Der wohnte doch auch hier in der Gegend. Ich habe nur länger nicht mehr bei ihm vorbeigeschaut, weil er so böse zu mir war. Hey, Domi. Für Kleinwüchsige wie dich muss es schwer sein, wenn so viel Schnee fällt. Meh, meh. Ich weiß nicht, ob du einen Knick in der Optik hast, aber wir sind mindestens gleich groß. Tendenziell bist du sogar noch ein bisschen kleiner, also würde ich an deiner Stelle die Schnauze halten, ganz ehrlich. Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir? Das frage ich mich auch gerade. Naja, stimmt ja, wir haben ja einen Auftrag. Ich will was holen. Ich rede nur wegen dir, weil ich Geld haben will. Was? Oh Mist. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es ist so, ich habe ihn Helge gegeben. Ich habe ihn nicht. So, jetzt habe ich es gesagt. Helge hat diesen blöden Fotoapparat. Ich weiß, dass ich ihn nicht hätte weggeben dürfen, aber du musst da jetzt auch nicht so drauf rumreiten. Geh zu Helge und frag. Nerv mich nicht. Und scher dich von meinem Grund und Boden. Digga, wie absolut asozial ist der drauf? Ich hab doch gar nichts getan. Oh, da ist noch ein Unkraut. Im Gegenteil, ich habe nur eine simple Frage gestellt. Ist das denn zu viel verlangt? Unglaublich. Vor allem Leute, die sich etwas leihen und das dann wiederum weiterverleihen, sind doch mal absolute Unmenschen, also ehrlich. Das geht gar nicht. Sei gegrüßt, Domi. Du bist heute ziemlich quirlig, astrein. Ist doch logisch, sonst würdest du nicht im Schnee spazieren gehen. Das würde keinen Sinn ergeben. Naja, ich muss arbeiten. Sag mal, Domi, was gibt's Neues, astrein? Will was holen. Dies ist der Fotoapparat von Prinz, den ich für ein Weilchen ausgeliehen hatte. Möglicherweise etwas zu lang. Ich wusste, dass ich ihn schnell zurückgeben sollte, aber ich habe es immer vergessen. Ich bin so ein Schaf. Es wäre wirklich eine große Hilfe, wenn du ihn für mich zurückbringen könntest. Du bist toll, astrein. Helge ist mittlerweile echt lieb, ey. Ja, das wär's dann also. Ich zähle auf dich, Domi.
Ich glaube, ich und Helge, wir verstehen uns richtig gut. Wir sollten unsere Freundschaft intensivieren. Dann haben wir zumindest schon mal eine Schulter, an der wir uns ausheulen können wegen Siggi. Ach, und an diejenigen, die es nicht verstehen, den Witz mit Siggi, ich kenne halt einen in Real Life. Das ist ein guter Freund von mir. Deswegen habe ich mich am Anfang eigentlich gefreut, dass wir hier auch im Spiel einen Siggi haben, aber dieser Siggi ist das letzte... Ach, ihr wisst schon was. So, Prinz, bist du zu Hause? Weil draußen bist du nicht mehr. Kann mir aber auch vorstellen, dass das für dich ein bisschen zu kalt ist. Nee. Wo ist denn der jetzt hin? Jetzt sag nicht, der ist von der Klippe gefallen. Ansonsten, bin ich als Erbe eingetragen? Ach nee, da ist er. Was tust du da? Warst du scheißen oder was? Nee, du bist wieder hier. Ich habe das Gefühl, total oft mit dir geredet zu haben, Gurb. Ja. Also, was willst du, Gurb? Ich habe dein Fotoapparat. Hier, guck mal. Sieh mal einer an. Mein Fotoapparat. Du hast ihn schon gut gemacht, Gurb. Vielleicht hätte ich dich früher fragen sollen, Gurb. Ich kann dir... 474 Sternis geben! Das ist die beste Bezahlung ever. Wundert mich aber kaum, dass er uns mehr zahlt als Tom Nook. Das war einfach absehbar. Das ist mein letztes Angebot, Gurb. Ja, kein Problem. Ey, das war ja nur eine Kleinigkeit für dich. Ab jetzt werde ich dich immer um Hilfe bitten. Ja? Kein Problem. Malediven ist eine tolle Stadt. Hier kann man gute Geschäfte machen. Apropos, vielleicht machen wir gleich die nächste. Oder, warte. Eine Sache noch. Wir haben ja so ein paar Sachen jetzt im Inventar. Und ich glaube, das ein oder andere können wir dazu verwenden, um unser Haus zu verschönern. Machen wir erstmal das Licht an. Genau, für bessere Sicht. Und dann... warte, wofür ist eigentlich der Regenschirm? Ach, den schaue ich mir einfach als letztes an. Wir haben ein Straßenschild. Wobei, ist das fürs Haus? Ich glaube eher weniger. Wir haben eine Kuckucksuhr, genau. Die wollte ich hier mal platzieren. Gut, passt jetzt natürlich vom Stil her nicht ganz in unser Haus. Wie kann ich das eigentlich drehen? Ach so, ganz einfach. Ah, also mit A Gegenstand quasi nehmen oder interagieren und dann ja, kann ich es verschieben und drehen. Ich denke, die Kuckucksuhr macht am meisten Sinn, wenn wir sie... Ach shit. Neben unseren Schreibtisch stellen. Dann wissen wir nämlich auch immer, wie spät es ist und wie lange wir gearbeitet haben und so. Ja, ich denke, das macht da einen ganz guten Look. Ach so, und viele haben mir auch gesagt, ich soll die Sachen aufeinander stacken. Das geht gar nicht. Zumindest nicht in diesem Animal Crossing, aber anscheinend in allen anderen, weil ich habe auch mal recherchiert, weil ich mich gewundert hatte, warum dieser Tipp nicht funktioniert, stand sehr häufig in den Kommentaren. Aber das ging wohl tatsächlich im allerersten Animal Crossing nicht. Jedes Element ist hier einzeln und kann nicht gestackt werden. Das ist natürlich extrem blöd, weil so das Inventar sehr schnell voll ist. Trotzdem danke für die Hilfe, auch wenn es in diesem Fall nichts gebracht hat. Naja, man sieht halt, es ist das erste Animal Crossing. Ja? Hier ist noch einiges nicht so perfekt. Und das Straßenschild, ich weiß nicht. Wer stellt sich denn bitte ein Straßenschild in seine Wohnung? Das ist schon ein bisschen lost, aber keine Ahnung. Ist halt ein besonderer Stil. Ich glaube, ich lasse es fürs Erste hier drin. Ja, weil ich weiß auch gar nicht, ob man draußen in seinen Garten ebenfalls was platzieren kann. Das könnt ihr mal sagen. Hey, hast du eigentlich meine Pfirsiche verkauft? Willkommen zu Hause, Domi. Wie kann ich behilflich sein? Das heißt nein, oder? Das heißt nein, ja. Ach komm, mein Angebot ist doch voll gut. Mist. Vor allem Tom Nook zahlt sogar 100 für die Dinger. Und ich bin mit dem Preis noch runtergegangen. Immer diese Schnäppchenjäger. Das regt mich auch auf eBay Kleinanzeigen, wenn ich was reinstelle. Festpreis ist Festpreis. Maximal, wenn du abholen kommst, gibt's noch Rabatt, Alter. Und dann diskutieren die da ewig lang und versuchen dich zu drücken ohne Ende. Das geht einfach gar nicht. Kiki? Bin ich doof? Wer ist denn Kiki?
Ich kann mich gar nicht mehr an jemanden erinnern, der Kiki heißt. Ihr etwa? Warte, hast du einen Auftrag für mich, Doris? Guten Abend, Donny. Ich hatte vor, einen langen Spaziergang zu machen. Doch sieh dir mal dieses Wetter an. Jetzt habe ich jegliche Lust verloren. Wow. Oh. Was mache ich bloß, wenn es morgen wieder schneit? Also, Donny, was willst du? Wow. Kann ich dir irgendwie helfen? Meinst du, du könntest mal nachsehen, ob Claudia mein Taschentuch noch braucht? Wofür braucht sie denn ein Taschentuch? Claudia gibt nie irgendwas zurück, selbst wenn man sagt, dass man es braucht. Wow. Ich weiß, es ist lästig, aber du könntest es doch sicher für mich abholen. Bestimmt. Na, gib mal dein Bestes. Wow. Kein Problem. Zu Claudia watschel ich doch mit größtem Vergnügen. Ach, da fällt mir ein, ich wollte ja noch den Regenschirm ausprobieren. Kann ich den tragen? Ach, geil. Yo. Es regnet zwar nicht, sondern schneit, aber naja, kann man ja auch benutzen, um Schnee abzuschirmen, oder? Ich meine, warum nicht? Außerdem ist es ein Modeaccessoire. Und das passt sehr gut zu meiner Arbeiter. Kluft. Ah, genug davon. Es wäre so schön, wenn es einfach mal aufhören würde zu schneien. Tralala. Die haben alle keinen Bock mehr auf den Schnee, ne? Ich wollte sowieso bald mal die Jahreszeiten wechseln, also vielleicht tue ich euch den Gefallen. Was ist los? Tralala. Ich will was holen. Oh nein, bist du hier, um das Taschentuch abzuholen? Was ist denn damit passiert? Ich wusste es. Ich hatte total vergessen, dass es nur geliehen war. Und dachte, es sei meins. Und ich habe es deshalb Sigi geliehen. Oh nein. Das ist echt ein Ding. Ich hoffe, du bist nicht sauer, aber du musst es dir bei Sigi abholen. Klar bin ich nicht sauer, aber ich frage mich, was du mit Sigi zu tun hast. Claudia, bist du mir etwa untreu? Nein, tut mir leid. Das war ein Fehltritt. Ich wollte dir nichts unterstellen. Ich weiß, deine Beziehung baut auf großes Vertrauen auf. Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, Claudia. Es ist sicherlich nichts vorgefallen. Und wenn, dann hat Sigi das Taschentuch alleine missbraucht, da bin ich ganz sicher. Oh, cool, wir können sogar mit diesem Regenschirm hier drehen. Das habe ich auch immer gemacht, wenn ich zur Schule gegangen bin. So, was haben die Leute weggeschmissen, ist die Frage. Weil alles, was die wegwerfen, können wir ja theoretisch selber gebrauchen. Wer schmeißt einen Smaragdstuhl weg? Das kann nur Prinz gewesen sein, aber Digga, was? Und eine Kitschuhr. Okay, die könnte, weiß ich nicht, von Doris sein oder so. Bruder, Smaragdstuhl. Den stelle ich mir gleich in mein Haus. Aber erstmal gucken wir bei Sigi vorbei. Der uns wahrscheinlich wieder beleidigen wird. Hey, Herr Domi, was ist los? Also dann, was führt dich her? Oh, gar nicht mehr so aggressiv? Ich will was holen. Hier ist das Taschentuch von Doris. Ich hätte es nicht so lange behalten sollen. Ich schreibe Doris einen Brief, um mich dafür zu entschuldigen. Sigi, das sind ja ganz andere Töne auf einmal. Ja, wenn du das machen willst, dann nix wie los. Aha. Gut, vielleicht hat er das Ding gerade erst benutzt und hat deswegen gute Laune. Kann ja sein. So, zu wem sollte ich das nochmal bringen? Nee, nicht Claudia. Claudia hat es ja weitergegeben. Muss aber auch sagen, wenn man sich etwas ausleiht, dann ist es ein Unding, dieses Ausgeliehene an jemand anderen weiterzugeben. Ich finde, das geht gar nicht. Du scheinst es zu lieben, im Schnee zu spielen, Domi. Ich treff dich immer hier draußen. Wow. Also, Domi, was willst du? Wow. Ja, stimmt. Tatsächlich haben wir noch nie einen Bewohner in seinem Haus getroffen. Warum auch immer. Gucken alle immer draußen rum. Obwohl sie den Schnee nicht mögen. Wahnsinn. Du hast tatsächlich mein Taschentuch wiedergefunden. Ich bin so froh, dass ich dich darum gebeten habe. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen groß, aber ich möchte dir dieses Möbelstück geben. Dank deiner Hilfe ging das ganz schnell. Ich bin dir außerordentlich dankbar. Alter, wie schnell wir jetzt auf einmal Möbelstücke bekommen. Krass. Ich habe mich zwar auch über Sternis gefreut, weil wir müssen ja unsere Schulden so langsam mal abbezahlen, aber
Wenn wir fürs erste Mal unser Haus schön einrichten können, dann habe ich da nichts gegen. Also, eine Modelleisenbahn haben wir bekommen. Aber als erstes möchte ich diesen schönen Smaragdstuhl abstellen. Oder hat er einfach nur eine Smaragdfarbe? Ich dachte, der wäre jetzt wirklich aus Smaragd. Drehen halt mal, Alter. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat nur so eine Smaragdfarbe. Kann man aber trotzdem machen, oder? Ich denke, ich stelle den mal neben das Radio, weil dann können wir uns da hinsetzen, Musik anschalten und einfach schön chillen. Die Modelleisenbahn kommt dann... Oh, ist die groß! Ach du Schande. Okay, ich dachte, das wäre jetzt einfach nur so eine lange Eisenbahn und das war's. Aber nee, das ist ein richtig fetter Schinken. Gut, dann kommt das hier in die Ecke, würde ich sagen. Dann haben wir dafür auch Verwendung. Diese fette Ecke. Wobei wir dadurch auch so ein bisschen den Eingang zugleistern. Naja, was soll's, Alter. Ist halt nicht die größte Wohnung. Man muss schauen, was man draus macht. Ah, nee, aber das fühle ich nicht. Also da kann ich schon verstehen, dass das auf der Müllhalde gelandet ist. Aber vielleicht können wir ja auch Möbelstücke veräußern. Ich glaube, ich nehme so einen Pfirsich wieder raus aus diesem Gyroiden-Dings und biete dafür das Möbelstück an. Mach mal so, oder? Ich nehme mal den günstigsten wieder. Ach, verschenken geht auch. Ja, als ob. Ausstellen? Was ist ausstellen? Verstehe, Ausstellungsstück. Kapiere ich nicht. Wie dem auch sei. Platz ist frei. Und die Kitschuhr kommt rein für... Weiß ich nicht. 60. Übrigens ist mir was aufgefallen. Dieser Münzsound stammt aus Luigi's Mansion. Und nicht nur der. Ich habe auch das Gefühl, dass andere Sounds aus dem Game aus Luigi's Mansion stammen. Müsst ihr mal drauf achten. Zum Beispiel die Blitze, die man mal gehört hat. Oder waren es Blitze? Keine Ahnung, aber ich habe schon vieles wiedererkannt tatsächlich. So, und jetzt gehen wir mal zu Kiki. Ich erinnere mich gar nicht mehr an Kiki. Wer war das denn nochmal? Oder ist da jetzt schon jemand Neues hinzugezogen und wir haben es gar nicht mitbekommen? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ah, Unkraut! Weg damit! Und wir sollten auch mal nachschauen, ob wir bei dem Bürgermeister vielleicht was triggern können. Vielleicht braucht er auch Hilfe. Das ist schon so ein alter Knacker. Schneider. Ach so, ja, hier meintet ihr tatsächlich, dass man bei sowas, bei so einer Aura im Boden, graben sollte mit einer Schaufel. Das bringt dann meistens viel Geld. Aber, wir haben noch keine Schaufel. Und ich hab dich wirklich noch nie gesehen. Hä? Oh, hallo. Ich heiße Kiki. Wie geht's dir? Wir treffen uns zum ersten Mal. Tatsächlich ein neuer Bewohner. Schön, aber warum werden wir denn darüber gar nicht informiert? Oder vielleicht haben wir deshalb auch den Auftrag bekommen, uns im Dorf umzuschauen und den Leuten zu helfen, weil das Spiel wollte, dass wir das herausfinden. Wollen wir Freunde sein? Oh, voll freundlich. Schön. Wirklich? Prima, fantastisch. Ich bin so froh, dich gefragt zu haben. Miausi! Hätte schief gehen können. Das stimmt, aber man sollte sich einfach trauen. Man hat nichts zu verlieren. Dami? Okay. Das kann ich mir merken. Voll freundlich! Nice, Mann. Kann ich dir irgendwie helfen so? Du scheinst es zu lieben, im Schnee zu spielen, Dami. Ich treffe dich immer hier draußen. Miausi! Also, was willst denn du? Brauchst du was? Meinst du, du könntest mal nachsehen, ob Doris mein Brillenetui noch braucht? Doris gibt nie irgendwas zurück, selbst wenn man sagt, dass man es braucht. Miausi! Ich weiß, es ist lästig, aber könntest du es mal für mich abholen? Okay. Viel Glück damit, du wirst sicher dein Bestes geben. Miausi! Also einige Texte sind offensichtlich auch doppelt vorhanden. Oh, ist das schön hier. Die hat aber auch den besten Wohnplatz da unten, ne? Muss man sagen. Oh, gut zu wissen, dass hier noch viele Pfirsiche sind. Falls wir mal wieder was gebrauchen können. Oder falls Tom Nook die endlich mal annimmt zum Verkauf.
Können wir dann Nachschub besorgen? Hallo, Domi. Ich weiß, es ist kalt, aber wenn du in Bewegung bleibst, wird dir warm. Wow, wow. Also, Domi, was willst du? Wow, wow. Ich will was holen. Tada! Hier bitte, das Brillenetui. Pass gut drauf auf. Und richte Kiki fürs Ausleihen meinen Dank aus. Wow, wow. Viel Glück, Domi. Du wirst sicher dein Bestes geben. Wow, wow. Ah, sehr schön. Also, das ging jetzt wirklich schnell. Mal sehen, was uns Kiki dafür gibt. Bei dem Namen Kiki habe ich aber erst gedacht, das wäre ein Vögelchen. Ich war erst voll verwundert, dass es dann so eine Katze war. Was ist denn das eigentlich für eine Rasse? Weiß das einer? So eine normale, oder? Wobei, wisst ihr, an was mich die erinnert, diese Katze? An die schwarze Katze aus Sailor Moon. Ist das nicht ein schöner Tag? Bei all dem Schnee möchte ich alles nur langsam angehen und mich entspannen. Was kann ich für dich tun, Miausi? Ich hab was für dich. Und zwar ganz schnell dein Brillenetui geholt. Was ist das? Könnte das wirklich mein Brillenetui sein, Miausi? Ich dachte, ich würde es nie wiedersehen. Jetzt bin ich glücklich. Miausi. Bitte nimm dieses Outfit als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Dank deiner Hilfe ging das ganz schnell. Ich bin dir außerordentlich dankbar. Miausi. Okay, wieder kein Geld, aber dafür ein neues Outfit. Tatzen-Outfit, haben wir das bekommen gerade? Oder, nee, Exotik-Outfit, glaube ich, ist neu. Lass mal sehen. Oh mein Gott, Alter, wisst ihr, wie das aussieht? Also ich finde ja... Oder warte, wir schauen erstmal an. Wir schauen erstmal an, wie das hier aussieht. Ah, okay. Das ist das, was wir am Anfang hatten. Also hat sie uns das Exotik-Outfit gegeben. Das erinnert mich an die... Oh, an die fürchterlichsten Pieces von Gucci. Es sieht einfach nur scheiße aus. Es sieht einfach nur scheiße aus. Klar, ich habe auch einige Pieces und die sind auch cool, aber ganz, ganz viel von Gucci ist einfach nur ultra hässlich. Und genau sowas habe ich schon des Häufigeren dort hängen sehen, Alter. Vielleicht deswegen auch so exotisch, so, weil es trägt halt keiner, aber es ist auch teuer und irgendwie cool. Also zumindest ihrer Meinung nach. Naja, wie auch immer, Leute. Wir schauen das mal bei Nook vorbei, weil ich glaube, wir haben einige Aufträge gemacht und das sollte passen. Ah! Warum hast du deine Uniform ausgezogen, hä? Oh, oh, der reagiert gleich offenbar auf den Look. Ach stimmt, weil das war ja Arbeitskleidung, durften wir vielleicht gar nicht ausziehen. Oh fuck, das wusste ich nicht. Sorry. Wer hat dir die Erlaubnis dazu gegeben, frage ich mich. Wirklich, was ist nur mit der Jugend von heute los? Nur nicht die Fingerchen schmutzig machen. Als ich noch jung war, da... ich glaube, ich muss wohl mit der Zeit gehen, was? Na gut, dann sei eben so. Zieh an, was immer du willst. Aber du darfst nichts anziehen, was meinen Kunden missfallen könnte, okay? Da verstehe ich keinen Spaß. Also ich kann nicht garantieren, dass dieses Outfit jedem gefällt. So läuft das eben in einer Gemeinschaft, verstehst du? Manchmal muss man sich eben den Vorschriften beugen, okay? Aber die Reaktion von ihm war ja mal mega. Okay, ich entschuldige mich auf jeden Fall. Und erstatte Bericht. Ich habe einigen Bewohnern helfen können. Du konntest einigen dann Hilfe anbieten, okay. Einige Tiere hatten doch sicher ein Anliegen, ne? Hast du etwas Brauchbares als Gegenleistung erhalten? Wie du siehst. Die Tierchen hier sind alle recht freigebig. Sie haben immer eine Entlohnung parat. Das ist toll, oder? Als nächstes möchte ich, dass du einen schönen Teppich für mich auslieferst, okay? Aber bummlem nicht herum, okay? Bring diesen Teppich zu Petunia, okay? Mach ich ja. Nur weil ich dich nicht beobachten kann, heißt das nicht, dass du trödeln und mit den Bewohnern, die du triffst, schwatzen sollst. Aber ich kann es dir auch nicht wirklich verbieten. Also versuch einfach nicht zu lange aufhalten zu lassen. Komm wieder hierher, wenn du fertig bist. Ey, der gönnt einem aber auch gar nichts, oder? Wir sollen einfach nur arbeiten und schlafen, das war's. Aber schlafen nicht mehr als 3 Stunden. Damit wir dann wieder ganz schnell arbeiten können. Nook ist einfach nur ein Arsch.
Aber gut, das Positive ist, wenn wir den Auftrag schnell zu Ende führen, kriegen wir mehr Geld. Und wir wollen viel Geld. Wir brauchen auch viel Geld. Alter, wo ist denn die jetzt? Die tun ja da drüben. Hab mich ein bisschen in der Gegend verirrt. Hier wohnen aber auch etwas zu viele Leute auf einem Fleck. Das irritiert mich. Mensch, wo ist sie denn jetzt? Petunia! Hö, wo kommst du auf einmal her? Oh, Dummy. Bist du immun gegen die Kälte? Ich persönlich kann sie nicht ausstehen. Sie trocknet meine Haut so sehr aus, dass sie sich schält. Mulala. Genug gespart. Brauchst du irgendwas von mir? Mulala. Ich habe etwas für dich. Guck mal. Sag mal, wo hast du gesteckt? Bei noch längerer Lieferzeit hätte ich mich bei Tom beschwert. Mulala. Was? Es war total schwer, diesen Teppich zu finden, aber er passt perfekt zum eleganten Stil meines Hauses. Die meisten Leute wissen zwar nicht, dass Teppich und Tapete unbedingt zueinander passen müssen, aber egal. Wenn ich dich so ansehe, ich wette, bei dir passt nichts zusammen. Du hast keinen Stil. Mulala. Na gut, ich verzeih ihr mal den Spruch. Denn, wie gesagt, das Outfit ist wirklich... Trotzdem kann man das nicht einfach so ins Gesicht sagen. Ich bin sicher, dass selbst mein alter Teppich bei dir noch gut aussieht. Mulala. Naja, aber selbst dieser Teppich ist vielleicht für deine Bude noch zu edel. Digga, jetzt mach mal einen Punkt hier! Du musst das Beste aus dem machen, was du hast. Bei Tom Nook gibt es immer wieder mal neue Teppiche. Er wechselt laufend sein Sortiment, also weißt du nie, ob er nicht mal was Besonderes hat. Aber gut, du arbeitest für ihn und Tom verkauft nichts an seine Mitarbeiter. Wirklich ein heikles Thema. Versuche schnell, dein Haus abzubezahlen, dann kann ich mich auch mal mit dir blicken lassen. Mulala. Wow. Ich habe noch nie so etwas Unfreundliches ins Gesicht gesagt bekommen. Diese dumme Kuh braucht sich nicht mit mir sehen lassen, denn ich... Kack auf ihre Anwesenheit. Ja, da chill ich lieber mit Kiki, Claudia oder Helge. Da bist du ja wieder, meine fleißige Biene. Sehr gut, ja. Es sieht so aus, als hättest du unendlich... Digga. Hättest du endlich verstanden, wie die Dinge hier so laufen. So gut wie du arbeitest, würde ich dich gerne Vollzeit beschäftigen. Wäre das nicht klasse, hm? Jedenfalls sehe ich, dass du dich sehr anstrengst. Darum gebe ich dir diesmal 580 Sternis. Als nächstes möchte ich, dass du Helge eine Axt bringst. Sei sehr vorsichtig damit. Ich sehe doch das Leuchten in deinen Augen. Die zu liefernden Sachen sind eingepackt. Du wirst keine Chance haben, sie zu benutzen, selbst wenn du wolltest. Komm also nicht auf dumme Gedanken. Wenn du Bäume fällen willst, musst du dir eine eigene Axt zulegen, okay? Sehr gut. Versuch dein Bestes zu geben und komm wieder hierher, wenn du fertig bist. Und was ist, wenn ich die jetzt einfach verwende? Er wird es doch eh nicht mitbekommen, oder? Aber ich würde sagen, wir finden das in der nächsten Folge raus, denn mein kleines Herz blutet nach all den Sprüchen, die wir jetzt gerade an den Kopf geworfen bekommen haben. Du kannst doch nicht mit Menschen so umgehen. Das geht einfach nicht. Bitte tröstet mich mit einem Like und einem Abo. Ich bin auch nur ein armer YouTuber. Der Gucci trägt. Ach komm, genug für heute.